Ich weiß, was jetzt kommt. Die hast du doch erst letztes Jahr umgetopft. Und warum topfst du die jetzt schon wieder um? Und du kriegst garantiert keine schöne Blüte bei dem Abgemoosten, wenn du den jetzt umtopfst. Ja, das weiß ich alles. Und damit Glück auf, Bonsai-Kumpels. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Bonsai-Vlog. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Was war zuerst da? Das Hahn oder die Henne? Das Hahn oder die Henne? Das Huhn oder die Henne? Das Huhn oder das Ei? Das Ei oder das Huhn? Irgendwie so. Ihr wisst alle, was ich meine. Ja. Glycine alias Blauregen. Sämling hier hinten versus Abmoosung von einer 35 Jahre alten Mutterpflanze, die jedes Jahr blüht. War ja so ein bisschen der Vergleich, wann mal endlich irgendeine blüht. Bis jetzt hat noch keine geblüht. Standen bis letztes Jahr beide in Holzkisten. Habe ich euch ein Video zu gemacht, wie ich die umgetopft habe. Das kann ich euch hier oben mal verlinken. Und habe die in diese beiden Bestandsschalen getopft, weil ich die unbedingt in der Schale sehen wollte und weil ich diese Kisten auch loswerden wollte. Und mir schon beim Eintopfen so aufgefallen, eieiei, das ist eine enge Nummer. Und gerade jetzt bei dem Sämling hier hinten, der übelst das. Also das Nebari, seid gespannt nachher, der auf jeden Fall übelst das Chicken Nebari hat, hat richtig geilen breiten Wurzelfuß sozusagen, der hier kaum reinpasste. Und bei dem Abgemoosten ist hier an der Seite noch so eine verhärtete Wurzel, die passt da auch kaum hier rein. Das habe ich dann irgendwie möglich gemacht. Viel Kraft hilft ja viel. Ja, und war da irgendwie die ganze Saison nicht so mit zufrieden. Sind gut ausgetrieben, sind gut gewachsen, alles gut. Aber irgendwie gefallen mir die Schalen so von der Größe zu dem Baum auch nicht und ja, war ich nicht mit zufrieden. So, und jetzt ist die Sache, ich werde diese beiden Bäume jetzt in zwei Videos trennen. Das heißt, ihr seht jetzt quasi nur den Anfang von einem Video. Nein, das war falsch. Das ist der Anfang für beide Videos, aber jetzt geht es mit einem dieser beiden Bäume weiter, auf den ich dann im Einzelnen eingehen werde und den anderen dann hoffentlich nächste Woche Sonntag für euch. Ich versuche das so hintereinander zu bringen. Also schon mal viel Spaß damit. Ja, und das hier wird das Video des Sämlings. Ich habe, wie gesagt, lange darüber nachgedacht, welche Schale, obwohl ich jetzt schon wieder denke, die sind zu klein, aber jetzt gehen sie erstmal hier rein. Wenn ich wieder feststelle, die sind zu klein, dann nächstes Jahr wieder eine größere. Dann habe ich ein paar schöne Schalen immer wieder so über zum Spielen für andere Sachen. Aber ich will auch nicht eine zu große Schale. Ich will dem nicht zu viel Wachstum gönnen, weil das schon ein Wurzelkönig ist, so ein bisschen. Und ja, deshalb hätte ich jetzt gesagt, ich hätte ja in meinem Bonsai-Mega-Hole-Video, kann ich euch hier oben auch mal verlinken, schon mal so ein paar Schalen vorgestellt. Davon habe ich zwei gleiche gekauft, einmal für den, einmal für den anderen. Ja, und das ist auch so meine erste Umtopfung dieses Jahr. Ich war lange überlegen, ob ich erst mit den Ahornhörnern anfange, aber ich brauche diese beiden Schalen, weil die werden mein Grundstück hier, glaube ich, ganz verlassen als Geschenk. Und da sollen ein paar junge Ahornhörner rein. Und deshalb wollte ich jetzt hiermit anfangen und dann kommen danach direkt die Ahornhörner, so in der Umtopfreihenfolge. Keine Ahnung, wann ihr das Video jetzt seht. Ja, ich hatte schon überlegt, ist ja das Jahr des Drahtens, hatte vorhin schon so ein bisschen dran rumgezogen, ob ich den jetzt vorher einmal hier eindrahte. Das werde ich jetzt gleich auch machen, bevor ich den umtopfe, also bevor ich den hier raushole, drahte ich definitiv die biegsamen Triebe hier hinten. Der ist zum Beispiel gar nicht biegsam, obwohl ich die ganze Zeit überlege, ob der gleich fällt oder nicht fällt. Obwohl der Baum dann ziemlich zweidimensional ist, aber der wird ja wohl hoffentlich noch zu den Seiten ausgekriegen, aber das werden wir gleich alles sehen nach dem Umtopfen. Auf jeden Fall, die anderen werde ich schon mal vorher eindrahten, werde ich schon mal so ein bisschen biegen, damit ich nachher nicht so viel dran rumdrahten muss, wenn der Baum hier im neuen Granulat steht und gerade so frisch eingedrahtet unten ist sozusagen und noch so viel Relativbewegung hat. Das sollte da ein bisschen besser sein, das erhoffe ich mir zumindest daraus. Genau, das nächste ist auch, ich werde klar ein bisschen Gehölz zurücknehmen, nicht allzu viel, nicht so wie das bei mir so typisch ist. Und werde auch nicht viel Wurzelrückschnitt machen. Also ich nehme den echt hier nur so raus und dann gucke ich und dann passe ich den so ein bisschen der Schale an. Vielleicht muss ich gar nichts wegnehmen, vielleicht geht er so eins zu eins, dann ist es wirklich nur ein Umsetzen. Ansonsten vielleicht so ein bisschen Wurzelschnitt, dann ist es so ein Umtopfen. Also vielleicht so 10% der Wurzeln, ein bisschen weg, die langen Sachen so schon mal einmal. Auch gar nicht großartig auskämmen, in der Hoffnung, dass da immer noch so gut das Myzel drin ist, wie bei der ersten Umtopfung, wo ich die aus den Holzkisten holte, wo ja dieses Wahnsinns-Myzel drin war.
Ja, und dann wollen wir die mal irgendwie in diese Schale bringen und dann wollen wir die so ein bisschen über die Saison bringen. Erstaustrieb hierbei erhoffe ich mir sowieso keine Knospen, obwohl ich halt, ja, keine Knospen, keine Blüten meine ich natürlich, obwohl ich natürlich die Knospen, die sich jetzt hier beim Winter gebildet haben, stehen lassen werde, weil wenn es Blüten gibt, dann sind die ja in den Knospen vorhanden, die Blüten, und nicht in den schlummernden Knospen, würde ich jetzt so von meinem Gefühl her sagen. Und bei dem älteren, bei dem abgemoosten, das werdet ihr dann nächste Woche sehen. Vielleicht haben wir dann da Erfolg gehabt, mit dem Blütenstand sozusagen. Ja, erste Umtopfung 2022. Soll zwar noch ein bisschen Nachtfrost geben, aber ich kann nicht länger warten. Alle anderen Bäume fangen gerade schon an auszutreiben. Und weil ihr nicht länger warten könnt, hole ich euch jetzt ein bisschen näher ran. Ich würde sagen, das habt ihr ja schon jetzt 100 Mal gesehen, das Ganze im Zeitraffer. Und wir sprechen uns dann einfach wieder beim Erstaustrieb. Ja, wir haben Ende Mai und die Wisteria, aka Blauregen, ist noch nicht ausgetrieben. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Ja, leider einer meiner weiteren schmerzhaften Verluste. Der dicke Onkel war ja schon eine Katastrophe. Also auch so im Nachhinein betrachtet tut mir das immer mehr leid, desto mehr ich verstehe, dass er tot ist. Bei dem hier irgendwie auch. Habe ich selber aus dem Sämling gezogen. Hier steckten jetzt 5 Jahre Arbeit drin, obwohl so viel direkte Arbeit war es ja gar nicht. Ich habe den einfach nur wachsen lassen, in Anführungsstrichen. Habe jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen angefangen, wollte das so runterhängen lassen, war ja alles nichts. Dann einmal letztes Jahr in die zu kleinen Schalen, dann am Anfang des Frühjahrs in diese Schalen, auch beide gesetzt. Die andere Wisteria, also die Abmoosung, lebt noch. Für alle, die, also das Video, das wird ja noch kommen. Die hat es super mitgemacht. Er hier hat es aus irgendeinem Grund nicht mitgemacht. Ich habe mir jetzt nochmal das, was ihr gerade gesehen habt, nochmal angeguckt. Ich habe ihm auch im Verhältnis nicht zu viel Wurzeln genommen. Stand wieder an der genau gleichen Stelle, genau gleich gegossen, alles gleich. Irgendwie ist er nicht ausgetrieben. Das sind so diese typischen Sachen,
wo ich es echt nicht verstehe. Also ich habe ihn auch sichtbar nicht überdüngt. Keine Ahnung, also das sind solche Sachen bei Bonsai, wo ich einfach nicht weiß, warum das so ist. Ja, der Baum hatte eine super, super geile Verjüngung. Also ich weiß nicht, wie gut ihr es seht. Ansonsten gibt es nachher am Ende eine 360-Grad-Sicht, glaube ich, wie er in dieser Schale steht. Super geile Verjüngung, schön breit unten, breiten Ansatz, ging jetzt hier so dünn hoch. Das hätte sich jetzt weiter skaliert über die nächsten Jahre. Ich hätte mich echt gefreut, wenn der so in 2, 3, 4 Jahren vielleicht mal geblüht hätte. Das ist ja das Ziel. Ja, aber der wird leider nie wieder blühen. Ist irgendwie jedoch schon ein sehr, sehr trauriger Abgang. Tut mir sehr leid. Aber es ist natürlich in gewisser Weise für Ersatz gesorgt. Da muss ich jetzt wieder ein paar Jahre reinstecken. Und zwar, seht ihr das? Ja, nein, ich mache da jetzt kein Tanuki raus aus meinem Wisteria. Seht ihr das? Hier unten. Das ist das Tanuki-Projekt. Treibt auch sehr verhalten aus. Also erstmal zum Glück. Ich habe nämlich immer noch kein Holz und im Moment auch nicht so die Zeit, mir Gedanken darum zu machen. Das kann ich vielleicht sogar bis ins nächste Jahr schieben, bis ich das Tanuki-Projekt mal endlich beginne. Aber der steht immer unter der Glycine. Lärche grundsätzlich sollte ja immer schön nass sein, aber auch nicht zu nass etc. Deshalb ist das immer ganz gut. Unter der Glycine hatte ich mal gute Erfahrungen gemacht mit Lärchen. Da wachsen die eigentlich ganz gut bei uns da draußen. Und irgendwie hat sich hier eine Wisteria ausgesät. Also es ist hundertprozentig ein Blauregen. Der Samen scheint auch irgendwie hier im Granulat zu stecken. Also ich habe keine Ahnung, ob irgendein Tier, ich sage jetzt mal ein Eichhörnchen oder eine von diesen Drosseln oder irgendwas, das da versteckt hat. Weil hier oben drauf, das hätte ich gesehen, wenn da ein Samen gelegen hätte, die sind ja wirklich so 5 Cent oder fast 1 Euro groß. Irgendwer muss den hier rein operiert haben. Ja, keine Ahnung, ob der da runtergefallen ist und dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie der reingekommen ist. Zumindest haben wir hier ein Wisteria. Schön ausgetrieben schon. Den werde ich jetzt gleich vorsichtig da raus operieren und dann in den Teichpflanzkorb setzen. Und dann, also das wird auch der Beginn eines neuen Videos, das kommt nicht mit hier rein, werde ich die Reise auf jeden Fall weitermachen. Abmoosung versus Sämling. Ja, und dann habe ich noch 4 andere lose Samen gefunden. Einer flog noch hier rum. Ich hatte ja mal diese Samen verschenkt am Anfang des Jahres. Hier oben kann ich euch das Video mal verlinken. Also ich kann schon mal teasern, ich werde im Laufe des Jahres spontan am Ende des Videos noch 1, 2 Pflanzen verschenken. Das weiß ich jetzt schon. Also für alle, die Lust darauf haben, ich verschenke die dann immer so wie bei den Samen. Ich bringe irgendwie spontan ein Video. Da steht dann hinten auch in den Klammern irgendwo drin, verschenken oder irgendwie sowas. Und wer dann da zuerst kommt, der malt auch mehr oder weniger zuerst. Vielleicht mache ich nächstes Mal so die ersten 5 oder so. Oder wer sich in der nächsten Stunde meldet, der verlose ich an einen, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall vor, demnächst noch so ein paar Sachen zu verlosen, also oder zu verschenken, einfach so random. Das hat nichts mit meinen 5000 Abonnenten Special etc. zu tun. Das sind so kleine Schrott, nicht Schrottsachen, das ist kein Schrottwächtern, aber so Sachen, wo ich kein Interesse mehr dran habe. Hat sich das letztens schon abgezeichnet. Nur mal vielleicht jetzt hier so als Randbemerkung, weil tote Bäume werden ja oft geklickt. Habe ich beim letzten zumindest die Erfahrung gemacht, dann wissen es schon mal alle oder zumindest die meisten. Ja, den werde ich jetzt gleich in den Teichpflanzkorb setzen. Mit dem hier werde ich auch die Reise machen: Sämling versus Abmosung. Und die anderen, da mache ich irgendwie so eine Videoreihe raus: Wisteria aus Samen ziehen oder irgendwie so. So wie Bonsai aus Samen ziehen wird auch gut geklickt. Also, ja, das ist dann nur so ein Spaßprojekt. Das hier soll wieder ernst werden. Das soll auf jeden Fall mal ihn hier beerben. Das werde ich auch erstmal ein bisschen wegstellen. Soll ihn hier beerben. Und zwar habe ich auch vor, den Baum mit der Schale, hier hinter mir ist so eine Fensterbank, da werde ich den so lange stehen lassen, auch in dieser Kombination, weil irgendwie sieht das auch gar nicht so schlecht aus, muss ich mal sagen. Oder? Irgendwie hat das was. So lange stehen lassen, bis er soweit ist, dass er in diese Schale kann. So, und dann gehen wir hoffentlich nahtlos hier mit dieser Videoserie irgendwie weiter. Also irgendwie so ist zumindest der Gedanke. Ja, um diesen traurigen Verlust zu kompensieren. Nein, Tanuki werde ich da auch nicht rausmachen. Da habe ich eine ganz andere Idee auf jeden Fall. Ja, und Ideen in Sachen Wisteria habe ich auf jeden Fall noch genug. Es wird auch dieses Jahr auf jeden Fall ganz viel abgemoost an unserem 35, 40-jährigen Mutterpflanze. Wir schon Sachen mit dem Kabelbinder und schon Videovorbereitungen gemacht. Also seid darauf auch gespannt.
Ja, und ich sag mal, nächste Woche Sonntag geht es auf jeden Fall wieder weiter mit ganz normalen Bonsais. Ich habe noch ein paar Langzeitprojekte, wo ich jetzt so nach und nach das ein oder andere mal beenden werde. Seid auf jeden Fall gespannt, freut euch darauf. Sonntag, 18 Uhr. Das war's heute für mich. Euer Patrick, bis Sonntag. Ciao.